Zu einem neuen Bunker-Video, nicht Spielbericht, sondern, ihr seht es vielleicht schon vor mir etwas aufgebaut, es gibt was aus dem Wasteland. Aber eben heute kein Spielbericht, deswegen stehe ich auch gerade allein hier vor der Cam, sondern nochmal Sondern eingebaut. Ich werde euch heute mal eine Übersicht geben über Figuren, die ich bereits bemalt habe, extra fürs Wasteland. Und ich sag mal, es ist ein Ausschnitt, weil ich habe noch ein paar zu Hause stehen, die sind schon fertig, bis auf Space. Das sind, glaube ich, 4 Stück, die ich da noch stehen habe. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen. Dafür habe ich aber schon ein paar dabei, die quasi vorbereitet sind, also entgratet und so weiter auf Basis, die dann irgendwann mal bemalt werden. Und was ich da so genau bei habe und was ich euch zu den einzelnen Figuren erzählen kann, das zeige ich euch jetzt. Hallo, liebe Tabletop-Freunde! Was sind wir wieder lustig heute? Weißt du, vorhin haben wir ja ein Video andersrum gemacht, da hat der Pfeife hier mal ein bisschen was präsentiert. Da saß ich friedlich dort auf dem Stuhl. Das ist habe... Was? Also das, was ihr nicht sehen konntet, ist, er hat mir von hinten immer mit einer langen Feder am Puppes gekitzelt. Das habe ich jetzt nicht erwähnt, weil das mache ich doch eh ständig. Also das dachte ich wäre... Als ich dann nicht reagiert habe, ist er eine Stufe höher gegangen und hat einen Stock genommen. Als ich dann nicht reagiert habe, weil ich natürlich... Bist du ziemlich cool geblieben die ganze Zeit. Die ganze Zeit, Junge. Ich habe mir überhaupt nichts anmerken lassen. Ina ist aber immer mehr gefuchst. Deswegen hat man auch so ein Brummelgeräusch gehört. Vielleicht, wenn ihr euch daran erinnert. Habe ich auch versucht rauszufiltern. Dann hat er in diesen Stock rostige Nägel getrieben und sie mit aller Gewalt versucht, in mich reinzurammen. Mit aller Gewalt? Nein, nicht so reinrammen. Hineinschlagen. Hineinschlagen, so wie auf einen Zombie so drauf. Ja, okay. Mach ich dich schön hämmern, meinst du? Ja, genau. Du hast mich schön gehämmert, Junge. Oh, Junge. Mit dem Stock und den rostigen Nägeln. Ja, aber ich, wie ihr mich kennt, harte Sau. Eier aus Stahl. Nichts anmerken lassen. Also, geht's jetzt hier in dem Video um mich oder... Ich weiß nicht. Immer also geiler, wenn es um mich geht, als um diese scheiß Minis von dir. Aber wir können natürlich auch ein Porträt über den Meier machen. Echt? Auch wieder mit der Friese. Jetzt geht das wieder. Immer das Gleiche, schön für Alter. Euch, weil für euch immer schön die Friese. Aber ich muss zum Friseur, weil wenn ihr seht hier, wenn die schon hier übers Ohr wachsen. Hau ab! Nicht so nah mit dir. Nein! Wieso? Bist du nicht so fotogen von nah? Ich bin da sehr eitel. Immer schön die Friese für euch hier. Immer am Start. Immer schön viel Gel auf den Helm. Na? Da passiert dann auch nichts, wenn du mal zu schwungmäßig an die Decke springst. Da hast du immer in deinem Karren, immer so Stockcar-mäßig bist ja unterwegs, weiß ich. So, aber ihr kennt mich ja. Nichts genug von mir. Gut, dann kann ich ja endlich mal mein Video machen. Ich habe nämlich hier heute für euch eine Platte. Eine, ich sage mal Beispielplatte. Man könnte jetzt direkt fast ein Game drauf spielen. Man sollte hier vorne noch ein bisschen was machen. Aber wenn man sich das so anguckt hier, es ist nicht die Straße des Todes, denn die hatten wir schon mal. Es ist ja völlig anders. Es ist ein kleiner Ort aufgebaut mit dem Diner, mit Cosmic Comics, Junge. Neu, hatten wir das schon mal irgendwo? Nee, ne? Ich glaube nicht. Nee.
Nö, neues Gebäude. Und wir haben hier ja was. Das ist nämlich was, okay, geht hier, eigentlich ist das gerade für ein anderes Video vielleicht bestimmt, aber wir hatten da mal eine geile Idee, die wir vielleicht demnächst mal weiter umsetzen werden. Nämlich so dieses, ich weiß nicht, ob es typisch amerikanisch ist, aber dieses so mit diesen Gassen. Also du hast so zwei Häuser relativ nah zusammen, hast hier so eine Hintergasse, also so eine Gasse irgendwie, die da durchgeht. Er hat Hinterlader gesagt. Und hinter den Gebäuden hast du dann hier so voll den Mega-Hof. Hier stehen ein paar Karren rum. Hier ist irgendwie noch Action am Start. Hier pennt irgendeiner, wenn die Ratte das da zulässt und so. So halt, ja. Also ihr seht, hier könnte man jetzt schon direkt eine Partie TNT zocken. Aber wir zocken ja heute nicht. Und über die Friese von Meier reden wir jetzt auch nicht die ganze Zeit. Haben wir ja schon. Ich wollte euch meine Minis zeigen. Und wie ich vorhin ja schon im Intro gesagt habe, habe ich hier nicht alle dabei, weil ich glaube, es stehen noch 4 Stück bei mir zu Hause bemalt und fertig rum. Müssen nur die Bases gemacht werden. Hier habe ich jetzt also gerade mal relativ wenig und hier habe ich nur ein paar von denen, die noch WIP sind. Ich habe noch eine Menge mehr, weil da ist Crisis-Ausbeute dabei. Ich habe mir zum Beispiel die, eine habe ich aus irgendeinem Grund dabei, die Femdroids geholt, also die Frau-Botter quasi, als Minis. Fand ich total geil, muss ich direkt kaufen, als ich die gesehen habe. Und einer ist davon dabei, aber zu denen kommen wir später, weil wir wollen ja zumindest mit den schon bemalten anfangen. Und wer aufmerksam und fleißig unsere Batraps geguckt hat, oder unsere Batraps ist, also teilweise ist ja eher Story, sag ich mal. Also wer aufmerksam unsere Videos geguckt hat, der wird einige Figuren natürlich wiedererkennen. Aber für die unter euch, die das nicht tun, gehe ich einmal kurz durch. Da haben wir nämlich hier denjenigen, den ich immer als Sir Colin Bartlett gespielt habe. Wahrscheinlich wird sich das auch nie ändern. Dann haben wir, er war mal Access, aber er war auch jemand anders. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Wie hieß der denn vorher? Ja, der Unterhosentyp. Der mit der Axt? Der Unterhosentyp. Wie hieß der denn bei den Karawanenleuten? Da ist der ja nicht Access. Es waren auf jeden Fall bei den die Harten. Ja, bei den Oberharten ist er Access. Das ist natürlich völlig klar. Ja. Das ist logisch. Du weißt ja, ich im Namen, ich hab's nicht mehr drauf. Ne, ich weiß gerade auch nicht. Auf jeden Fall, ne, ihn kennt ihr. Er ist etwas neuer, ihn kennt ihr aber auch. Der war auch bei den Oberharten dabei. Ja, ist sie da hinten sowieso. Eigentlich ist es eine sie, aber ihr kennt ihn als Dr. Hans Folter aus dem Schlachthaus des Grauens. Ja, Junge. Natürlich ist der King am Start. Der King darf nie fehlen, ist King immer dabei. King, der immer der Beste. Und ja, dann haben wir hier noch den Roboter und Sergeant Lieutenant, das weiß ich noch. Und dann haben wir hier noch an Minis, die so fertig waren, einmal ihn hier, den Melancholon, weil der ist ja immer traurig hier. Ihr seht ja das Herz irgendwie, das leuchtet zwar und so, aber er ist immer unterwegs und irgendwie immer traurig. Der kann auch nicht viel machen, weil der eine Arm ist halt so, seht ihr ja so pneumatisch, den kann man ausfahren, da kann er sich auch überall immer hochziehen. Mit dem anderen Arm geht das aber nicht. Und ihr seht ja, wie die Gelenke an dem Arm sind. Der kann ihn auch eigentlich gar nicht weit bewegen. Und dann immer nur diese Zange da dran. Das macht ihn sehr traurig. Ja, und dann habe ich hier noch diesen Kleinen dabei. Der war irgendwie so eine... Der gehört zu irgendeinem Set oder zu irgendeiner Sondermini, die es mal gab oder so. Der ist nämlich echt klein. Der ist mega. Ich finde den super fett. Ja, und die waren ja alle mal gebaut für eine Roboter-Warband. Hatte ich ja in dem einen Batrap auch gespielt, obwohl es eigentlich gar keine Roboter-Warband gibt. Aber hat gut geklappt. Und als letzten noch, denn das hier war der Anführer dieser Roboter-Warband. Das ist quasi ein Bausatz, sag ich mal, aus diversen Sachen, die mir da so in die Hände gekommen sind. Nämlich Green Stuff-Knubbel, Mantel von... irgendeinem Elfen, glaube ich, von Warhammer. Kopf von einem Skitari-Typen irgendwas. Knarrenteil, also es war mal eine komplette Knarre. Die habe ich aber so zurecht geschnitzt, dass es jetzt diese Strahlenwaffe ist. Eine epische. Eine Reliktwaffe natürlich. Er schwebt, angedeutet durch diesen völlig unauffälligen Mast, aber er schwebt. Und... ihr seht seine Arme, durch Hochtechnologie ist es möglich, mit diesen Armen so eine Knarre zu halten, die wahrscheinlich total schwer ist, weil hier so Spulen dran und so. Ja, und, das hatte ich ja damals erklärt, er hatte gedacht, es wäre eine Taschenlampe, also er hat die irgendwo abgeschraubt und er kann sie auch gleichzeitig beleuchten durch seinen Arm. Problem ist nur, es ist gar keine Taschenlampe, sondern es ist so ein rotes UV-Licht.
Also das heißt, wenn der das nachts anmacht, da sieht er ungefähr 1,50 Meter weit. Aber es leuchtet rot und das in Verbindung mit diesem Umhang gibt ihm auf jeden Fall Anführerstatus. Das ist völlig außer Frage. Ja, da wird man mal gucken, wie man den in Zukunft einsetzen kann. Es gibt ja in dem neueren TNT-Regelwerk, wo ich eben auch, oder worauf ich diese Roboter Warband gegründet hatte, da gibt es ja so einen kleinen Hover-Roboter, sag ich mal, angelehnt an Fallout, diese Dinger mit dem Lautsprecher, die rumfliegen und dann immer irgendwelche Botschaften verkünden. Also die können eigentlich überhaupt nichts. Wie aber den Sputnik. Den sehen ja aus wie bei Fallout. Genau, wie so ein Sputnik. Aber die schweben halt und fliegen da die ganze Zeit rum. Und deswegen gibt es auch diese Regel halt mit Hover. Finde ich ganz cool. Und ja, ihr seht so, ne, die Minis, das habt ihr alle schon mal irgendwie gesehen. Hier sind diverse Hersteller dabei. Vom Detailgrad tatsächlich mit am besten, oder wahrscheinlich ist es sogar vom Detailgrad die beste Mini, ist diese hier, die von aber wahrscheinlich dem kleinsten Hersteller ist. Nämlich ist die auch von White Tree aus Polen. Und das war was, als wir angefangen haben mit dem TNT-Zeug, haben wir uns echt hingesetzt, geguckt, was gibt es so, wo gibt es welche Minis und so, gegoogelt, keine Ahnung, Facebook, alles Mögliche geguckt. Und ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber irgendwie sind wir an diese Seite gekommen, die auch standardmäßig auf Polnisch ist und da kann man aber zum Glück umstellen auf Englisch. Und da gibt es wohl irgendwie ein Spiel, das heißt Afterglow, ich kenne das gar nicht, aber wahrscheinlich irgendeine polnische Nummer oder so, keine Ahnung. Und da gibt es ein paar Minis zu, da gibt es manche, die sehen ziemlich scheiße aus, aber es gibt einige, die sind mega, die schreien nach Wasteland quasi. Und er ist einer von denen als so ein Händler, weil, Junge, der hat alles dabei hier auf seinem Mega-Wanderrucksack. Hier nochmal, weiß ich nicht, wenn die irgendwie... mal eine Säge brauchst oder ein Basie oder eine Gasmaske oder auch ein Messer. Scheißegal, der Typ hat alles dabei. Knarre natürlich auch. Oder ein Regenschirm. Regenschirm, weil man weiß ja nie. Ne? In Wasteland. Ja, dann auch geil hier an dem Hut irgendwie dieses Tuch noch mit dran, weil ist ja immer heiß, aber Hauptsache Regenschirm. Er hat auch, das hatte ich damals nicht bemalt, okay, man sieht es aber, Patronenhülsen in der Hand, weil der ist immer am Handeln, der Typ. Der muss immer irgendwas checken und klar machen. Der hat auch immer alles dabei. Wenn irgendeiner sagt so, oh, scheiße, eigentlich suche ich ja noch für die 38er, aber ich kann die ja gar nicht mehr verwenden, weil bla, dann sagt er, Moment, greift einmal hier an der Seite in seinen Rucksack und dann hat er sofort eine Hand 38er Patronen. Das ist überhaupt kein Problem. Da musst du nur ihn fragen. Also das ist echt vom Detailgrad eine super geile Mini aus Resin. Und ja, von dem, was hier steht, am schlechtesten vom Detailgrad sind wahrscheinlich diese hier, denn das sind beide Zombicide-Minis, so Helden-Minis. Aber trotzdem, also was bei Zombicide mir mal auf den Sack ging, ist, dass die sind ja auch so ein Plastik, aber das ist so ein komisches Plastik. Das ist irgendwie so... Weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall weicher als das GW-Zeug. Ist auch ganz eigenartig. Und ist auch vom Detailgrad nicht so super geil. Aber wenn man die irgendwann mal angemalt hat, dann geht das eigentlich. Und ich sag mal, ich habe da jetzt nicht wirklich viel rausgeholt. Also ich male Gesichter relativ ungern an. Ich nutze da immer den alten Tusche-in-Augenhöhlen-Trick. Haha. Und deswegen sehen die dann so aus, halt so angedeutet. Aber ich sag mal, dafür, dass das so eine irgendwas in irgendeinem Brettspiel drin mit dabei Mini ist, ist das schon nicht schlecht. Genauso eben wie er. Okay, da habe ich mir noch mehr Mühe gegeben, wie ihr seht. Auf jeden Fall sind die schon mal, sind nicht schlecht, aber sind vom Detailgrad auf jeden Fall die schlechtesten. Der Typ hier ist eine Sondermini, den gab es zur Salute in London. Die habe ich vom Sven, den ihr auch das eine oder andere Mal schon mal vielleicht gesehen habt, weil der war da nämlich. Und dann habe ich da irgendwann mal gesehen, wollte er irgendwie so ein paar Sonderminis und altes Zeug verkaufen. Habe ich diesen Roboter gesehen, dachte ich, ja Junge, den muss ich aber wohl haben. Der gehört eigentlich, gehört da glaube ich noch so eine Mechanikerin zu oder so. Das ist so ein Set auf so einem Diorama-Base. Aber scheißegal, weil dieser Roboter hier, Junge. Also, was will man dazu noch sagen? Also, einen viel geileren Roboter als so geht ja gar nicht. Der hier, weiß ich nicht genau, wo er ist. Ich glaube von, das ist so ein, ich weiß nicht, ob es der Hersteller ist oder die Reihe, Bombshell Babes oder so. Das sind eigentlich immer so irgendwelche Eulen in irgendeinem Setting, also so eine Barbarenfrau oder eine Steampunk-Frau oder wie auch immer. Und bei irgendeiner war dieser kleine Roboter mit dabei. Und der für sich genommen ist ja schon geil, deswegen musste der gemacht werden.
Er hier ist eigentlich ein Typ im Taucheranzug, auch aus Resin. Da weiß ich den Hersteller aber tatsächlich im Moment nicht. Aber auch da fand ich, das ist doch der ideale Roboterjunge. Also, wenn man einen Roboter sich im Wasteland vorstellt und eben so ein bisschen auch Comic-Style und ja, keine Ahnung, wie das funktionieren soll alles, dann so. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Im Zweifelsfall sind Minis immer, genau wie er hier auch, entweder von Cobblestone oder Hasselfree. Die schmeiße ich eh ständig durcheinander. Aber das sind beides Firmen, die in so einem ähnlichen Style produzieren. Und LED Adventures auch. Und da hatte ich tatsächlich mal ein Video gesehen, fand ich ziemlich spannend, dass LED Adventures aus Deutschland sogar ist. Aber die Minis teilweise haben die eingekauft oder die Designer oder so. Aber scheißegal, es ist tatsächlich ein deutscher Anbieter, der so geile Zinn-Minis, ich glaube, die machen alles nur in Zinn, verkauft. Da ist super geiler Stuff dabei. Also und da vor sind, allen Dingen, entschuldige, da sind ja Tonne. Ja, wir haben ja über Millionen Seiten. Ja, Auswahl und das ist wieder so eine geile Seite, wenn du zum Beispiel eine Warband hast und dann schreitet die fort und du sagst zum Beispiel, ja, ich habe jetzt hier aber nun mal, ich hatte immer eine Pistole oder so und ich habe jetzt automatisch hier Automatic Rifle, hier Assault Rifle habe ich gefunden, ja. Ja, dann musst du jetzt natürlich irgendwie eine, wenn du die Ausrüstung jetzt eine Mini haben mit Assault Rifle. Junge, dann gehst du da auf die Seite und du findest garantiert eine Mini, die sieht so ähnlich aus wie deine, die du hattest. So, ist ja egal, wenn du so einen Söldner-Style eher haben willst oder Soldaten oder auch nur wie so einen Überlebenden, der dann aber eben eine Assault Rifle hat, dann wirst du die ja sicher finden. Dann holst du dir die, machst die fertig, hast du deinen Typen noch mit Assault Rifle. Mega geil. Ja, und deswegen, das ist ganz geil, angelehnt an natürlich Mad Max Fury Road hier. War ein Bausatz, der mit ganz coolen Optionen gekommen ist, nämlich mit dem Rifle, mit Assault Rifle, mit einem Gasmaskenkopf und diesem Kopf. Finde ich ziemlich cool, habe ich halt so als relativ normal gebaut, sollte dann ja auch immer hier, weil eigentlich ist es ja eine Behinderung mit Arm ab und dann irgendwie so ein Gestellgerät da dran, was irgendwie auch nicht, ja, es funktioniert rein mechanisch, also ist ja kein Motor dran oder so, aber ich finde das ganz cool, wenn man sich das vorstellt als so ein bionisches Ding und das dann, ich habe es ja immer in den Spielberichten als Nahkampfwaffe einfach genommen, weil die hat da irgendwie halt so einen Eisenarm und wenn die damit einem in die Schnauze haut, dann ist das wahrscheinlich relativ schmerzhaft. Deswegen so immer gespielt. Ja, und ich will da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen zu den Minis und Bewaffnungen und Ähnlichem und wie so eine Warband vielleicht aussehen könnte. Stattdessen zeige ich euch nochmal ein paar Miniaturen, die ich hier habe, so als Ausblick. Und ja, da habe ich erstmal den hier. Den habe ich tatsächlich schon, glaube ich, so lange wie meine erste Mini. Also Colin Bartlett war die erste TNT-Mini, die ich bemalt habe, auch für TNT. Und den da, den habe ich schon genauso lang. Der ist von, ich glaube, War Machine Hordes, also von ja, einem relativ großen Spielsystem, wo auch Minis vom Maßstab nicht so ganz geil immer passen. Aber diese Typen da, das sind, ich habe keine Ahnung, was die sind da bei Hordes, irgendwie so Typen, das sind auch keine Menschen, das sind irgendwelche, weiß ich nicht. Aber ich fand dieses Viech mit den ganzen Taschen dran so mega und mit diesen zwei Idioten da drauf mit ihrem, also der eine hat ja so ein Rifle, könnte man als Scharfschützengewehr oder so machen, der andere hat eigentlich ja nur so einen Stock, möglicherweise als Nahkampfwaffe, möglicherweise auch einfach, um das Viech anzutreiben. Er will nicht. Ja, aber ihr könnt es euch vielleicht ungefähr vorstellen, die sitzen halt beide hintereinander da drauf, der eine, Viech ist auch voll langsam wahrscheinlich, und der andere auf dem Rücken, der Sniper dann da schön alles weg. Ja, Junge, und das Viech, das ist mega geil. Ja, und gerade als, so Karawanen. Händler-Karawane, ja. Mega. Ist auch ein echt eigenartiger Bausatz. Ihr seht das hier, das ist eine Mischung aus Resin und Zinn. Also manche Teile, wie der Hauptkörper, sind aus Resin. Auch hier das eine Bein ist dann aus Resin, was man ankleben musste. Das andere dann aber aus Zinn. Genau wie hier die Säcke. Ne? Hier, okay, nee, das ist Teil vom Bein, okay. Aber hier und die Arme sind dann wieder aus Zinn. Keine Ahnung, hat irgendwas wahrscheinlich mit der Herstellung zu tun, weil Zinn leichter zu gießen ist oder was weiß ich. Scheißegal, auf jeden Fall war die Figur relativ easy zu bauen. Wird, glaube ich, auch vom Detailgrad relativ einfach, aber trotzdem ganz geil zu bemalen sein, weil die hat ja schon ein bisschen was. Also ist ja jetzt nicht so, dass die Figur, auch wenn man sich hier so einen Reiter anguckt, da kann man schon ein bisschen was machen, aber was mir sehr entgegenkommt, ich muss kein Gesicht bemalen, das ist schon mal geil, weil der Typ nämlich so ein Tuch vor der Schnauze hat und noch so eine Brille auf und der andere hat es auch.
Also die werden, also ich muss die unbedingt mal fertig machen, weil perfekt für Karawane. Es gibt bei TNT ja noch keine Regeln für Fahrzeuge oder Reittiere oder sowas. Aber selbst wenn man den nur nimmt als irgendwie, wenn es nur ein Style-Ding ist, was man mit dazustellt oder so, ist das schon geil genug. So. Obwohl wir ja schon, ich muss da wieder reingrätschen. Darfst du gerne machen, Junge. Weil du sagst, nicht für Fahrzeuge, aber wir hatten uns schon Gedanken dazu gemacht. Und richtig. Das also, gibt es ja her. Du kannst ja, ja ruhig selber, wenn es irgendwie im Rahmen ist, kannst du da ja locker mal irgendwie ein paar Regeln zu machen. Ja, vor allem wir sprechen ja bei Fahrzeugen jetzt nicht wirklich... Also könnte man auch überlegen, aber wir haben uns mal was überlegt zu so einem Pickup, wo dann Leute mitfahren können, aber man muss ja jetzt nicht direkt immer hier, wir sind nicht bei 40k Panzer oder so eine Scheiße oder bei Fallout so ein Vertibird, ist zwar geil, so ein Riesending, aber das macht es direkt wieder zu krass, aber keine Ahnung, hier ein Quad oder klar, irgendein Motorrad oder sowas, also so Sachen halt irgendwie, ne? Oder vielleicht wirklich eine kleine Karre, wo man hinten auf die Ladefläche den ganzen Loot dann draufpacken kann oder so, also so in dem Style. Jetzt nichts, was einen total stark overpowered macht, aber auf jeden Fall, so wie der Joseph McGuire das auch schon mal an der einen oder anderen Stelle gepostet und gesagt hat, sind wohl auch E-Fahrzeugregeln in Arbeit. Und an der Stelle auch direkt der Hinweis, wir beide hier haben schon ziemlich viel Custom gemacht und wir waren auch immer mal in Kontakt und die Jungs da haben uns gesagt, ja, dann postet doch mal die Regeln und für eure Szenarios und so. Das ist nur immer nicht so ganz leicht, weil viel von dem, was wir machen, wir orientieren uns natürlich an dem Regelbuch und gucken auch, dass wir möglichst viel davon umsetzen. Aber an Stellen, wo irgendwas nicht passt oder wo wir einfach denken, lass das doch einfach mal so machen, machen wir das halt. So wie das mit den ID-Karten in dem Haus, Schlachthaus des Grauens oder mit dem Hacken und dann passiert hier was oder so. Das ist halt alles völlig gut zu machen innerhalb von diesem Spiel und das machen wir. Und ich weiß, dass das andere auch machen und deswegen solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in unsere deutsche Gruppe, da ist nicht immer so viel mit gepostet, aber auch in die offizielle Facebook, das ist nur eine Test-Gruppe, werfen. Denn da werden immer mal Bilder und Sachen gepostet, aber da werden eben auch Sachen gepostet. Zum Beispiel hatte einer mal einen Pfeil gemacht für Battlescribe. Dass man sogar so eine Warband in Battlescribe machen kann. Das hat nicht so geil funktioniert, finde ich, aber den gibt es und der Typ arbeitet da auch immer noch dran weiter. Und genauso gibt es auch Leute, die Szenarien entwickeln und so. Also da kann man sich mal irgendwie kurzschließen, da findet man bestimmt was, wenn man Anregungen braucht. Ja, ansonsten kommen wir nochmal zurück zu den Minis, weil eigentlich waren wir ja da und wir waren ja erst bei ihm. Der Pfeife meint, ich mache immer so einen großen Bogen. Ja, Junge, muss sie machen. Gehört alles mit dazu. Aber zurück zum Thema, Minis. Was hier noch VIPs und was ich euch zeigen wollte, erstmal den vorhin angesprochenen Frau Butter, Femdroid von Crooked Dice. Crooked Dice irgendwie. Wisst ihr, also die das kennen, kennen es eh, wissen das. Mega. Aus Zinn. Bei Crooked Dice immer alles aus Zinn, bis auf die Fahrzeuge. Denn es gibt tatsächlich auch den Ecto 1 als Fahrzeug. Jetzt nicht so geil detailliert, aber die Minis aus Zinn. Und hier ist eigentlich immer ein Zweier-Set gewesen. Und man konnte entweder die Gesichter so bauen oder eben, dass die Gesichtsplatte weg ist. Also, dass man den Roboter drunter sieht. Und deswegen habe ich natürlich auch direkt zwei Sets geholt. Zwei so gebaut. Aber nicht dabei. Also, die war noch mit im Koffer. Keine Ahnung. So kriegt das schon mal einen Eindruck. Bevor ich jetzt mit denen weitermache. Ich habe die irgendwie jetzt bis jetzt noch gar nicht so gesehen. Ist das nee. Eventuell von dem Film The? Ja klar. Sind die das? Die Frau Butter, ja sicher. Ah. Das ist ja die Idee, weil du siehst ja auch hier... Weil die hatten auch in den Nippeln dann. Ja, die knarren, ja sicher, Junge. Das ist ja das Geile. Das sind halt die richtigen Frau Butter. Das sind ja wirklich aus dem Film. Genau. Die habe ich jetzt bei dir noch gar nicht gesehen. Nee, da habe ich, ne? Ich habe eh noch einiges zu Hause, hast du noch nicht gesehen. So kleine Roboter mit so Tentakeln, nicht Tentakeln, sondern mit so Fühlern dran und so. Ja. Da ist noch einiges in der Pipeline, sag ich mal. Warze. Das fasziniert dich immer wieder, oder? Geilste Szene, ich weiß gar nicht, welcher Teil, 2, 3. Aber das ist auch wieder, das Geile an der Szene ist, jetzt machen wir mal wieder so einen hier. So. Das Geile an der Szene ist ja wieder so dieses immer, wenn man eigentlich denkt, ist schon fertig und dann dauert das immer noch und dann so,
irgendwann ist auch eigentlich nicht mehr lustig, weil man hat es gecheckt, aber dann nochmal ein. Das ist und dann so geil. Das ist einfach mega, Junge. Sie wissen gar nicht, über welchen Film wir reden, glaube ich. Ja, wer es weiß, kann das ja mal kommentieren. Ja. Ne? Geiler Film. Mega Film. So, und hier habe ich nämlich was. Das ist im Prinzip schon fast eine eigenständige Warband. Das sind die vier, die gab es im Set. Was daran so geil ist, das sind quasi, sagen wir mal, Schulmädchen oder College oder auf jeden Fall irgend sowas Weiterführendes schon in den USA. Weil man sieht ja, die sind ja jetzt vielleicht, keine Ahnung, sagen wir zwischen 15 und 21 oder so. Aber was halt cool ist, die gab es auch noch in der Variante richtig als Kinder. Also quasi die gleiche Warband, vier Typen oder vier Eulen. Als Jungs gab es die, glaube ich, nicht. Und die waren dann halt relativ genauso, also auch so vor allem mit so Nahkampfwaffen. Ihr seht das ja hier, sie hat einen Hockeyschläger, auch einen Hockeyschläger. Okay, sie auch. Okay, die haben alle Hockeyschläger, sehe ich gerade, weil ich dachte, es gab auch irgendein Set, da haben die unterschiedliches. Einer Hockey, einer hat so ein Cricket-Ding, keine Ahnung. Ja, und in dem anderen Set sind quasi auch vier, aber halt in noch jünger. Also, dass sie so quasi gerade aus der Grundschule und dann bricht die Apokalypse los und dann müssen die sich mit irgendeiner Scheiße bewaffnen und los geht's. Und so ähnlich ist das hier halt auch. Na, weil sie war eigentlich gerade noch vertieft am Lernen mit dem Hockeyschläger in der Hand und dann ging die Apokalypse los und jetzt, Junge, jetzt geht's richtig ab. So ist die Idee. Ja, das dachte ich mal ganz cool noch zu machen, einfach als Nahkämpfer, weil bei dem Spiel ist es ja, das habt ihr vielleicht in den Spielberichten, die wir mal gemacht haben, gesehen, Schießen ist jetzt schon relativ stark und kann auch sehr stark sein und alles verändern, aber es ist eigentlich lustiger, wenn man nicht so viel schießt und wenn man genau sowas hat. Hingehen, in die Schnauze hauen oder dann ewig lange auf einem rumkloppen und da musst du noch Hilfe holen und keine Ahnung. Das macht eigentlich noch viel mehr Bock. Und da ist sowas natürlich, oder auch sowas, was der Pfeife gebaut hat mit seiner Nahkampf-Crew da, irgendwie nochmal geiler. Ja, viel mehr, obwohl das Video jetzt schon voll lange ist, liegt an den weiten Kreisen. Viel mehr kann ich euch jetzt gerade aber gar nicht zu meinen Minis sagen. Oh doch, ich habe zwei vergessen. Ha, kommt doch noch was. Oh Gott. Ich hasse die. Was soll das sein? Komm, vorher fandst du die noch viel beschissener mit dem Osmanenkopf da. Das ging ja auch überhaupt nicht. Weil. Aber jetzt mal Leute, es gibt ja schon schräge Typen, die schräge Minis bauen. Ja, das ganze Netz ist voll mit schrägen Minis. Und dann kommt Deli. Und baut das da. Was soll das sein, Alter? Was ist das? Ihr könnt euch ja kurz einmal selbst Gedanken dazu machen. Auf Pause machen und posten und denken, was macht er? Und dann erzähle ich euch aber, was ich mir dabei gedacht habe. Okay, seine Geschichte ist nämlich so. Noch vor dem Fallout, also ne, noch bevor die Apokalypse angestanden hat, gab es ja schon Weiterentwicklung und Technologie und natürlich auch Robotos. Und er hier war eingesetzt in einem, also er sah natürlich mal anders aus, nicht mit so mega fetten Ketten und diesem mega Auspuffrohren da, sondern er war eigentlich eingesetzt auf einem viel kleineren, filigraneren Chassis in einem Museum. Als automatisierter Museumswächter. Aber nicht so sehr als Wächter, also der war jetzt nicht dafür gedacht, dass der irgendwie hier die Einbrecher abhält oder so eine Scheiße, sondern der ist da quasi rumgefahren und wenn du jetzt eine Frage hattest, dann konntest du den fragen oder er hat auch manchmal so Führungen gemacht. Problem, weil man war ja noch nicht so weit in der Robotertechnik, er konnte nur genau diese Pose und man hat gedacht, okay, wir müssen jetzt eine Pose wählen, die eben irgendwie schon so ein bisschen so erklärend und deutend, weil er ist im Prinzip immer so durch die Gegend gefahren und konnte dann hier immer, und hier zu meiner Rechten sehen Sie, er konnte immer nur sagen, hier zu meiner Rechten, ansonsten zur Linken musste er sich so umdrehen. Also er ist in dem Museum rumgefahren und hat halt alles Mögliche erklärt, aber immer nur in dieser Pose. Warum er diese Schirmmütze, ach so, jetzt weiß ich auch, warum er die Schirmmütze auf hat. Ihr seht ja vielleicht an dem Körper, dass das so ein bisschen osmanisch wirkt. Allerdings ist sein Kopf ja eher so historisch gesehen in irgendeinem Weltkrieg zu verorten oder so. Und ja, man wollte einfach, also er ist ja durch das ganze Museum gefahren. Eine Brücke schlagen. Genau, man wollte so eine Brücke schlagen zwischen den Epochen. Und der Kunst, die dort präsentiert wird. Und deswegen hat man ihn so gebaut,
natürlich, wie gesagt, viel granere Chassis. So, und jetzt ist die Apokalypse losgegangen. Und dann hat man Folgendes aus ihm gemacht. Irgendein pfiffiger Doktor oder Professor hat die Überreste von ihm gefunden. Also der ist in so ein Museum gegangen und dann war er da so. Und ist aber, haben wir nicht mal irgendeine Wand? Müssen wir irgendeine Wand haben. Was denn für eine Wand? Also, ne, so ins Museum gegangen und da war dann Fehlfunktion auf dem kleinen Chassis. Er konnte auch nicht mehr richtig gerade fahren. Immer nur... ging immer, weil wahrscheinlich waren die atomgetrieben. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, bestimmt schon hunderte Jahre in diesem verfallenen Museum, ist er immer so vor die Wand gefahren. Immer irgendwas am Labern dabei natürlich. Und dann hat sich dieser findige Professor gedacht, Junge, das wird mein neuer Megakampfroboter. Weil er hatte noch diese Ketten über, die er irgendwo mal gelootet hat, von einem Militärroboter natürlich. Hat dann diesen Museumsführer da drauf gepflanzt und, also natürlich brauchte dieses neue Chassis mega Power, sind hier fette Motoren drin und so, deswegen auch hier gut Abgasanlage und so. Und jetzt kann man ja nicht so viel anfangen mit so einem Typen, der einfach nur so durch die Gegend fährt im Wasteland, weil, ich habe ja gesagt, er konnte seine Pose nicht ändern. Irgendwas looten ist nicht, Nahkampf ist auch nicht, weil was soll der machen? Der kann ja nicht hauen oder so. Na klar. Deswegen hat er Laseraugen bekommen. Und die Laseraugen brauchen natürlich Strom. Also hier schön Strom dran gebaut. Ne, kommt von unten, weil in diesem fetten Chassis ist natürlich genug Power, nicht nur für die Ketten, sondern auch noch für die Laseraugen. Ja, und deswegen wird das hier quasi ein weiterer Typ in meiner Roboter-Warband mit Laseraugen. Das heißt, er kriegt Reliktwaffe Laser. Problem ist, dafür muss ich mir noch irgendwas überlegen, er muss einen Abzug kriegen auf Schießen, weil er kann ja eigentlich, also zielen hoch, runter kann er gar nicht. Nur dadurch, dass er zum Beispiel hier irgendwie so drauf fährt, dann kann er ein bisschen nach oben. Und links, rechts ist halt nur dadurch, dass er sich dreht. Also ich würde sagen, sagen wir mal nicht so scheiße, die Pupille hat der Doktor schon so gebaut, dass er das Auge weiß, er guckt zwar geradeaus, aber... Aber das Ding kann er drehen. Ja. Ah, aber okay. Ich habe da trotzdem mal ein paar Fragen. Ne? Findest du irgendwas unlogisch daran? Also lassen wir mal 90% der unlogischen Sachen, die sowieso schon vorhanden sind, mal weg. Aber warum, in Gottes Namen, Roboters sind immer generell elektrisch unterwegs. Warum hier Verbrenner und so auf Oldschool mit fossilen Brennstoffen? Erstmal das. Vor allem, wir hatten ja schon gesagt, er hatte ja sogar schon so eine Atomzelle. Eben, ne? Das. Mhm. Dann hatte ich immer angenommen, es ist halb human, halb, also so... Ach so, wie so ein Android, so Cyborg-mäßig also oder was? Also er ist ja nicht, das ist nichts Menschliches mehr? Bei dem, nö, das ist so ein Museumsroboter. Okay. Den hat man ja nur dem so nachempfunden, aber der ist komplett aus Blech wahrscheinlich. Ah, okay. Aber Blech wäre jetzt ein bisschen scheiße vielleicht, aber... Und ich so. Fände halt geil, nahkampfmäßig könnte man den doch so zocken, weil er macht ja so und so. Und wo man ja weiß, yes, yes. Dass Kettenfahrzeuge auf der Stelle drehen können. Und zwar schnell. Und zwar sehr schnell. Kannst du wohl ein Front- als auch ein Backslap verteilen, indem wir einfach hinten und da ist der Typ dann. Sind wir mit Flammen natürlich im Riesenlauf. Ja, sicher. Und dann macht er einfach nur. Und knatscht. Dann auch immer so hin, her. Ja, genau, immer so ganz schnell und mega. Haut ihn so ein. Fände ich auch geil. Kann man sich ja mal überlegen. Also könntest du ausstatten. Ja. Das heißt, okay, also er bietet doch tatsächlich noch ein bisschen Potenzial. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wieso hier Verbrennungsmotor, weil ist ja alles mit Atomzellen und so. Genau. Ja, aber einfach mal auch Fat Power. Weil man weiß ja, dass Verbrennungsmotoren mehr Power liefern als kleine nukleare Reaktoren. Aha, ist das so? Also, wenn du dir den anguckst, dann würde ich vermuten schon. Vielleicht wird die Story ja auch so, dass er einfach nur Move 3 hat oder so und immer nur so, weil voll verschlechtert, so. Ich glaube einfach, er hat es gemacht, weil es geil ist. Aus Style. Vielleicht kommen da auch einfach ständig immer nur Flammen raus. Der hat den Motor, darf, genau, das ganze Ding ist elektrisch, Atom, alles mega geil, aber der hat voll den Motor da reingebaut, das Ding höllenlaut dadurch, kann sich nirgendwo anschleichen, aber sieht halt fett aus. Ja. Nennt man auch so ein bisschen Einschüchterung des Feindes. Ne? Funktioniert bestimmt auch voll gut. Ja klar. Ne? So um den haben die mal alle direkt Schiss. Er hat sehr wahrscheinlich, ist das auch so eine Sage um den, also sein Ruf eilt ihm voraus. Ja sicher, und den kennt man. Wenn die das dann hören, dann so, das hat auch
kennt ja keiner mehr so einen Verbrennungssound und dann stimmt. Rauchwolken. Jo. Und dann alles nur noch so mit so Strahlenwaffen und so, aber da ist richtig mit Verbrennen ja. und Flammen stoßen da hervor und so, ja sicher. Ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Ja. Dann hauen die alle ab. Ja, direkt eh schon. Ja. Mega. Ja, coole Mini. Ja, völlig sinnvoll und durchdacht, würde ich ja mal sagen. Ja, ich würde eigentlich sagen, wir sind am Ende, aber Junge, wenn ihr meint, man könnte auf den jetzt nicht noch was draufsetzen, oh doch, kann man wohl. Da sind wir nämlich wieder bei LED Adventures und ich sag mal so, wir haben da eine Mini gefunden. Findest du nicht so geil? Doch, das ist die geilste Mini. Da haben wir uns schon so lange und so oft drüber unterhalten. Du, zu dem Typ kannst du ein Buch schreiben. Und ein eigenes Regelwerk quasi auch noch. Regelwerk muss, sonst funktioniert der nicht. Ja. Vor allem, wir haben den noch gar nicht eingesetzt in irgendeinem Battrap. Kommt. Aber, wir müssen schnell machen, weil der Akku gleich leer ist, ich gerade. Aber, passt auf. Das hier sieht ja jetzt mal eh schon von sich aus wie die Wasteland Mini. Also, wenn man Wasteland und Fallout im Kopf hat, dann denkt man doch direkt an den. Aber nur. Boah, Junge. Und diese Backen da. Und, den willst du doch direkt nur in die Schnauze hauen. Den willst du vom Moses Abend nur Backpfeifen geben. Vor allem, der Typ, der ist auch total klein. Das ist so ein kleiner, dicker, hier haben wir mal einen normalen Mensch so. Das ist so ein kleiner, dicker Spacko. Aber das ist kein Kind. Nee. Der ist einfach nur halt ein bisschen kleiner. Und er hat eine Trompete. Und einen geilen Hut hat er auch, findet er zumindest. So, weil die Geschichte ist so. Ich würde auch nicht mal sagen, er wandert durchs Wasteland. Er rast durchs Wasteland. Und immer wenn man zum Beispiel so ein Szenario hat, dann rennt er hier irgendwie randommäßig rum, weil er ist der Herold. Jetzt kann man sich fragen, ja, wie Herold hier jetzt so ein Fantasy-Scheiß? Wer ist denn da der König und so? Und was soll der da überhaupt? Genau das ist es ja. Es gibt natürlich keinen König. Aber es gibt immer noch einen Herold. Es ist der persönliche Kundschafter und Gesandte des Königs. Eingesetzt auch vom König, natürlich. Vor Zeiten. Man weiß auch gar nicht, welcher König, aber vom König. Und man weiß, genau, das weiß man. Also man kennt die Story. Jeder, der ihn sieht, weiß, er wieder. So, ne? Vom König eingesetzt. So, und wir haben uns überlegt, um das Ganze ein bisschen Würze da reinzukriegen, weil Random Encounters sind so immer geil, aber der Typ, der wird irgendwie ausgewürfelt mit einem Abweichungswürfel und noch einem Würfel für Zoll vom Rand weg oder irgendwie, da müssen wir dann nochmal gucken, wie wir das machen. Auf jeden Fall erscheint er irgendwo. Und es ist so gedacht, da wo der ist, trötet der sofort los. Also und immer volle Lotte, die ganze, so viel wie nur geht, trötet der in diese scheiß verbeulte Trompete rein. Und wenn man in 6 Zoll Umgebung zum Beispiel ist, ist das so scheiße laut und so nervig, dass man da manus dann auf seinen Schusswert oder sowas kriegt, Konzentration, weil der dir voll gerade ins Ohr hämmert damit. In dem Moment, wo du dich aber umdrehst, rennt der schon wieder weg. Also diese Beine sind so eine rotierende Scheiße. Ja, sicher. Ja, klar, so eine Staubwolke und verpisst sich sofort wieder. Erzähl mal weiter. Also ja, weil jetzt könnte man ja einfach sagen, wenn das ja so ist, in dem Moment, wo ich den sehe, sofort Charge, Nahkampfangriff oder sofort einfach abknallen. Nein, das geht nicht. Es ist verboten, denn er wurde vom König eingesetzt. Genau. Also diesen Drang, ihm einfach mal eine zu ballern, den verspüren mehrere oder eigentlich alle, weil jeder hat den schon mal irgendwo gesehen und diese Scheißtröte irgendwo schon mal gehört. Und der macht das auch immer, egal, Tag, Nachts, völlig scheißegal. Du sitzt da gerade am Lagerfeuer, bist völlig im Arsch, willst nur mal relaxen, dann kommt der Spasti wieder um die Ecke und trötet dir da ein. Auch immer schön ins Ohr rein direkt, aber du kannst nichts machen. Selbst wenn du schon fast ausflippst und so, dann sagt direkt, er ist vom König eingesetzt. Er sagt auch immer nur einen Satz kurz vorher. Der König verkündet und dann dreht er durch. Und ist auch schon sofort wieder. Du kannst das gar nicht realisieren, wie schnell das ist. Als wäre der vom Warp so eingesetzt und wieder weg. Wieder weg, ja. Aber alles zu Fuß. Und mit diesen drehenden Beinen, ja klar. Und Staubwolke und immer verpisst er sich. Ja.
Und du kannst nichts dagegen machen, denn er ist vom König eingesetzt. Du darfst es nicht. Es waren auch schon Zeiten, da war einer kurz davor, wirklich abzudrücken. Und er hätte ihn selber schon, und da hat aber der andere dann noch schnell, auch selbst wenn es ein Gegner war, gerade im Nahkampf, ja, klar, hat ihn zurückgehalten und hat gesagt, Junge, lass das sein. Es ist der Herold. Ich muss ihn umbringen. Und er sagte, Alter, er ist eingesetzt vom König. Vom König. Und das Geile ist, während die beiden da so reden, ist der Typ aber schon wieder, weiß ich nicht, kilometerweit weg und trötet da hinten irgendwo und du kannst nichts dagegen machen. Es gibt auch sogar Leute auf dem Markt, die kennen das schon, die hören das gar nicht mehr. Das ist ja einfach schon so drin, auch in den Städten so, ne? Der rennt da ständig irgendwie hier, dann ist der gerade hier, dann rennt er hier hinten wieder durch, dann ist der da irgendwo. Du hast es gar nicht mitgekriegt, auf einmal steht der hier vorne und trötet dir wieder ein. Weißt du, die Mar will hier gerade was verkaufen. Scheißegal, die Trompete da rein, der König verkündet. Und los geht das. Super nervig, total anstrengend, aber so ist er halt. Es ist der Herold. Und, darf man nicht vergessen, er ist vom König eingesetzt. Deswegen wird auch seine Erscheinung wahrscheinlich entsprechend heroisch und pompös ausfallen. Ich meine, er hat voll die Federn am Hut und er hat auch immer irgendwie was zu verkünden. Ist einfach so, weil... Ich habe dieses... Ich glaube, habe ich den entdeckt? Ja, und gesagt, der muss aber noch mit. Ich war immer wieder... Also ich habe den gesehen und fand den einfach so hässlich und so scheiße und so kacke. Auch hier mit diesen Dingern. Und dann war ich wieder weg und dann bin ich wieder hin und ich bin immer wieder muss ich mir den wie so einen schrecklichen Unfall immer wieder reinziehen. Und dann irgendwann habe ich den Bro angeschrieben, ich so, Alter, wir müssen den einsetzen. Und der so, was geht denn jetzt ab mit dir? Ich so, ja, guck dir den doch mal genau an. Und dann sagt er, yo, der ist so scheiße, den müssen wir einsetzen. So, und so ist das entstanden. Deswegen haben wir jetzt hier fast eine Viertelstunde über den Spacko. Aber er ist es auch wert. Ja klar, ist der Hero. Er verlangt auch danach. Ja, er hat auch für sich selbst den Status. Er möchte auch so angenommen und wichtig genommen werden. Ja, natürlich. Deswegen hat er auch so eine riesen Trompete dabei. Falls das irgendeiner nicht versteht, dass er durch sein herrschaftliches Auftreten eh schon sowas verbreitet, dann muss er nochmal einen drauflegen und dann wird da halt einmal einer getrötet. Ne? Ja. Ganz klar. Mega. So, Jungs, das war eine Exkursion, nicht wirklich ins Wasteland, aber zumindest zu den Warbands und Aussichten. Und ja, wie ihr vielleicht erfahren habt, ihr könnt euch auf einiges Geiles freuen. Das können nur ernst gemeinte, mega coole Bedraps werden. Und deswegen würde ich sagen, bin ich an der Stelle mal raus. Wir sind raus und bemalen jetzt mal ein paar Minis. Vielleicht, mal gucken. Auf jeden Fall muss es ja irgendwie vorangehen. Denn wie ihr seht, wir haben viel zu wenig Stuff.